natürlich zu sehen. Ach, ja. Nicht schlecht. Also, das ist doch viel besser. Ist doch besser, unsere Basis hier zu haben, als in Ost-Berlin. Wenn es nach der Stasi ginge, würden wir immer noch warten. Sehr schön, sehr schön. Wie ist es mit der Lieferung gelaufen? Einmal frei. Der Chauffeur der syrischen Botschaft hat sich drum gekümmert. Ist alles da drin? Okay, gut. Wo ist deine Dunkelkammer? Da drüben. Zeig sie mir. Die Wohnung verwanscht. Wir sollten aufpassen, was wir sagen. Du hast mir gefehlt. So gefehlt. Du mir auch. Bin gespannt, wo die hinwollen. Am besten, ihr fahrt ihnen nach. Sie sind gerade weggefahren. Nach dem, was wir abhören konnten, fahren Sie zum Flughafen, um jemanden abzuholen. Die Bude ist jetzt leer. Und ich würde zu gerne wissen, was da drin ist. Aber Vorsicht, die können jeden Moment zurückkommen. Wir beeilen uns. Ein ganzes Waffenlager zu sein. Scheiße. Die scheinen irgendwas vorzubereiten. Ich verständige sofort den Flughafen. Die sollen alle in Alarmbereitschaft versetzen. Ja, Sie sollen vorsichtig sein. Es darf auf keinen Fall zu einer Schießerei kommen. Ja, verstehe. Der Wind ist ja geradezu von Bullen. Die folgen uns. Tu so, als würdest du ins Interconti fahren. Dort wechselst du den Wagen und dann kommst du in die Villa. Wir werden verfolgt. Ja. Scheiße. Hey, Sie, verstehen Sie mich? Ja. Ja. Wir sind Diplomaten, sehr wichtige Leute. Sehr wichtige Diplomaten. Und der Typ dahin,
Der verfolgt uns. Der Kerl verfolgt uns. Ja, verstehe. Den müssen Sie abhängen, klar? In dem Alfa Romeo? Genau der. Ja, genau. Und dahinter fährt noch ein grüner Ford. Den sollte man nicht aus den Augen verlieren. Meinen Sie, die können Sie abschütteln? Werden Sie das schaffen? Ich werde es versuchen. Sie können sich $1000 verdienen, wenn Sie das schaffen. Zeig Ihnen das Geld. Ja, ja. Da, sehen Sie? Dollar. Dollar. Ja. Ja, das war fantastisch. Ja. Gut. Sie sind echt, wollen Sie für uns arbeiten? Ich stelle Sie ein. Hier, Sie haben sich's verdient. Ich bin sicher, dass die Taschen geöffnet wurden. Ich hatte extra ein paar Turnschuhe obendrauf. Und? Da sind sie nicht mehr. Weißt du was, Magdalena? Die ungarischen Bullen gehen mir total am Arsch vorbei. Wenn die mir weiter auf den Sack gehen, dann sage ich der Stasi, dass sie sich drum kümmern sollen. Es sei denn, die arbeiten für einen westlichen Geheimdienst. Nicht die Leier wieder. Zum Beispiel für die Franzosen. Glaube ich nicht. Man weiß das nicht. Ich habe eine Nachricht aus Tripolis. Ach ja? Unsere Freunde dort würden dich gern sehen. Die wollen Sadats tot. Das ist zu kompliziert, zu gefährlich. Ich habe den Russen schon Nein gesagt. Sie haben Geld. Und sie haben Waffen. Weiß ich. Ich habe gesagt, dass wir es uns überlegen. Solange sie bezahlen? Bevor ich es vergesse, ich habe Erik bei der ETA aufgespürt. Und ich habe ihm gesagt, dass wir unser kleines Waffentransportproblem gelöst haben. Wo ist er? Er ist hier. Hier in der Stadt. Aber er ist sehr, sehr vorsichtig. Und weswegen? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es hat eine Zeit gedauert, ihn zu überzeugen, herzukommen. Gehen die mir aber wirklich auf den Sack. Nein, 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 tu es nicht, lass nein! Mich. Ihr begreift es nicht, hä? Ihr werdet es nicht begreifen. Ihr glaubt, ihr könnt mich bespitzeln, hä? Was ist denn schon weg? Wartest du noch, verdammte Scheiße? Was ist los? Hat er dich etwa getroffen? Bist du verletzt? Der macht uns kalt. Mach die Tür auf! Mach die scheiß Tür auf! Reagiert gar nicht. Habt ihr nichts verloren? Aber er schießt auf uns. Scheiße! Ihr Riesenspitze! Fick deine Mutter. Hat er dich erwischt? Nein, nein. Das ist Erik. Er gehört zum bewaffneten Flügel der ETA. Setz dich. Also, Erik. Morgen wirst du mit guten Nachrichten für deine baskischen Freunde nach Hause fahren. Hm? Sag deinen Freunden, du hättest eine Quelle gefunden, wie du die ETA mit all den Waffen beliefern kannst, die sie braucht. Und wir schaffen sie sogar nach Spanien. Da sind zwei Grenzen. Nicht ungefährlich. Zerbrecht euch darüber nicht den Kopf, ob es gefährlich ist oder nicht. Ihr treibt das Geld auf, sagt, was ihr braucht, und den Rest übernehmen wir. Du weißt doch schon, was wir wollen. Ich hab's doch deinem Freund gesagt. Und was das Geld betrifft, das besorgen wir uns da, wo wir es finden. Wie du vielleicht weißt, haben wir diverse Genossen, die sehr erfahrene Bankräuber sind. Wir können sehr schnell sein. Was ist mit dir? Wie lange brauchst du? Einen Monat, würde ich sagen. So lange, Erik? Du willst, dass wir gleich liefern? Lässt sich arrangieren. Komm mit. Die Taschen auf. Wir können jederzeit Waffen liefern, ganz egal wo.
Ich habe gerade mit dem Minister gesprochen. Er wünscht detaillierte Informationen über die Carlos-Gruppe. Die haben Sympathisanten auf der ganzen Welt. Ganz besonders in den aufstrebenden arabischen Staaten. Die aber Freunde unserer russischen Brüder sind. Ja, richtig. Wie ist denn die Meinung unserer sowjetischen Freunde? Entschuldigen Sie die Verspätung. Ja, schon gut. Nehmen Sie Platz. Danke. Entschuldigung. Es hat den Anschein, dass er für den KGB arbeitet. Die Westmächte sind der Ansicht, dass sie in enger Beziehung zueinander stehen. Sehr gesprächig sind die Moskauer Genossen nicht. Sie haben ihn sogar ausgebildet. Aber weil er keine Manieren hatte, haben sie ihn entlassen. Sie sagen, dass sie über ihn keine Unterlagen haben. Tja, ein besseres Alibi kann man doch gar nicht erwarten. Und was meinen die Genossen, was wir tun sollen? Nun, sie sagen, dass wir ein eigenständiger Staat sind und deshalb nach eigenem Ermessen handeln können. Zunächst mal müssen wir herausfinden, ob das Ziel ihres Angriffs hier irgendwo in Ungarn liegt. Wieder diese Arschlöcher. Kommen Sie rein. Wofür halten Sie mich? Und was ist das für ein beschissenes Spiel, das Sie hier spielen? Ha? Carlos. Carlos? Schon mal gehört? Schon mal gehört? Schon gut, schon gut, schon ich gut. Ich habe Freunde gut. Hier. Seien Sie still! Ich habe Freunde hier. Und in Berlin. Und in Moskau. Und zwar in jeder Vereinigung dieser Welt, die den imperialistischen Kapitalismus bekämpft, ist das deutlich gewesen. Das Haus ist umstellt. Sollten Schüsse fallen, werden Sie im selben Moment selbst draufgehen. Halt's Maul, wenn du dich mit mir anlegst, mach ich dich kalt, du Wichser! Denkst du, ich habe Angst vor euch? Was ist da draußen los? Nichts. Alles ruhig. Verdammt, wer seid ihr? Staatssicherheit. Okay. Arbeitet ihr für die Kapitalisten? Nein. Ich werde mich bei euren Vorgesetzten beschweren. Bei eurer obersten Parteiführung. Lass mich! Ihr haltet mich für blöd. Du glaubst, dass ich blöd bin? Kommt rein. Setzt euch! Setzt euch! Setzt euch! Schon gut! Gibst du mir einen Whisky? Wir sind hier auf Anweisung des Innenministeriums. Wir möchten wissen, aus welchem Grund Sie überhaupt hier sind. Was meint ihr wohl, was ich hier tue? Ich kämpfe gegen die Unterdrückung der Menschheit. Deshalb bin ich hier. Wir brauchen eine Basis. Eine Basis in einem Land, wo wir uns sicher fühlen. Ist doch ein sozialistischer Staat hier, ja, oder? Ja. Okay. Also, kämpfen wir für den Sozialismus. Ja, gut. Sie dürfen sich frei bewegen hier in Ungarn. Und Ihre Freunde natürlich auch. Und Sie können auch Freunde empfangen, ganz wie Sie wollen. Das ist in Ordnung, das Nur geht Nur dürfen schon. Sie nicht von ungarischem Boden aus irgendwelche Aktionen... Ja, Sie können natürlich nicht von hier aus operieren. Du sagst es. Ja, Sie dürfen nicht von Ungarn aus aktiv werden. Ja, von unserem Land aus. Das geht nicht. Aber bitte, tun Sie mir einen Gefallen und legen Sie die Waffe weg. Ja. Die brauchen Sie Nein, nicht. Nein, die brauchen Sie nicht. Die brauche ich hier nicht? Wissen Sie eigentlich, wie viele Geheimdienste auf meinen Kopf ein Preisgeld ausgesetzt haben? Ich muss meine Familie beschützen. Und ich muss mich selbst beschützen. Wir können nicht hinnehmen, dass mitten in der Nacht eine Schießerei stattfindet mein in Budapest. Mein Leben ist in Gefahr gewesen. Und die Bullen hatten mein Haus umstellt. In Moskau, in Berlin... In Prag sind wir mit mehr Respekt behandelt worden als hier. Verstehe. Sie sollten sich schämen. Dann lassen Sie uns für Ihre Sicherheit sorgen. Ja? Oberst Gaddafi hat mir eine ganze Menge versprochen. Waren das nur leere Worte? Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch viele Versprechungen gemacht haben. Das ist richtig. Aber ich werde meinen Verpflichtungen nachkommen. Politikern gegenüber bin ich immer misstrauisch. Oberst Gaddafi versteht es, Menschen zu überzeugen. Er hat seine Visionen von der Zukunft. Nicht nur in Bezug auf Libyen, sondern auf die ganze arabische Welt.
Deshalb braucht ihr auch tatkräftige Männer. Männer wie Sie und Ihre Gruppe. Los, fahren Sie! Was Sie von mir verlangen, ist nicht ganz einfach und sehr gefährlich. Das wissen Sie hoffentlich. Ja, das weiß ich. Präsident Sordat. Es wäre mir lieber, wenn wir ihn Big Boss nennen. Okay, Big Boss. Ja. Er ist der bestbewachte Mann im Mittleren Osten. Andere haben das auch schon versucht. Wir haben Zeit und wir haben Geld. Das werden wir ja sehen. Und ich erwarte natürlich auch Waffen. Der Oberst meinte, dass er sie beschafft. Und die bekommen Sie auch. Wann, wo und wie? Wir verschiffen sie über Aden. Dann kann sie keiner zurückverfolgen. Und ich sorge für den Transport nach Europa. Warten Sie! Oberst Gaddafi hat mich beauftragt, Ihnen das zu geben. Machen Sie auf. Machen Sie schon. Vertrauen Sie uns nicht? Öffnen Sie. Wie viel hat der Oberst Ihnen versprochen? $200,000? Für den Anfang. Es gehört Ihnen. Ich nehme an. Was nehmen Sie an? Was nehmen Sie an? Den Auftrag für den Big Boss. Was sonst? Mein Freund? Sind die wirklich echt? Und ob die echt sind? Warum denn nicht? Die wollen uns beeindrucken, mein Freund. Für die ist das geradezu ein Schnäppchenpreis. Mir sind die Zigaretten ausgegangen. Ich glaube, die Syrer halten ihr Wort. Das hier sind unsere Diplomatenpässe. Dein Name ist Michel Assef. Und Weinrich heißt jetzt Farid Radwan. Hört mal, Freunde, wie lange dauert das denn noch? Wir haben keine Zeit, wir müssen weg. Also, ich habe alles getan, was du gesagt hast. Die Konten aufgelöst und jetzt verbrennen wir die Dokumente. Gut, es ist besser, keine Spuren zu hinterlassen. Geht klar. Weinrich heftet den ganzen Kram immer gern ab. Ist alles hier. Die erste Lieferung kann Montag als Diplomatenpost abgehen. Die Kisten werden in die Botschaft geliefert. Dort werden sie versiegelt, dann gehen sie mit dem ersten Flug nach Moskau. Können wir deinen Syrern vertrauen? Sie sind auch deine Freunde, wie du weißt. Sie haben doch bisher ihre Versprechen gehalten, oder? Ja. In Moskau übernimmt der KGB den Weitertransport nach Ostberlin. Wenn alles gut geht, gibt's Folgelieferungen. Von unserem neuen Lieferanten? Ich begleite den Transport. Du fliegst mit Weinrich nach Kairo. Wir müssen uns um den Big Boss kümmern. Oberst Gaddafi hat große Taschen. Ja, in der Tat. Das war's. Das ist meine ganze Geschichte. Jedenfalls die, die ich erzählen kann. Zumindest habe ich sie noch nie jemandem erzählt. Und ich werde es auch sicher nie wieder tun. Aber Sie und ich, wir sind Revolutionäre. Und Sie geben den Artikel an die revolutionäre Presse. Ich schätze, irgendwann landet er auch in den westlichen Medien. Ich hoffe, Sie profitieren davon. Denn dort ist die Geschichte eine Menge wert. Ich tue es nicht wegen des Geldes. Oh, doch. Aber das ist in Ordnung. Sie müssen ja Ihre Familie ernähren. Ich habe auch manches für Geld getan. Und sicher auch in Zukunft. Sie trauen mir nicht, hm? Klar vertraue ich Ihnen. Sie sind Künstler. Ein großer Schriftsteller. Ich respektiere Sie. Doch nicht nur deshalb, oder? Sie sind doch sowas wie eine Berühmtheit für die Männer im Mittleren Osten, mit denen Sie verhandeln. Es ist schon eine Weile her, dass Sie eine Schlagzeile hatten. Und ohne die Presse existieren Sie nicht. Sie sind ziemlich mutig. Sie sagen offen Ihre Meinung. Sowas weiß ich zu schätzen. Danke. Kann ich das Tonband wieder einschalten? Ja, nur zu. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich liebe das Leben.
Deshalb genieße ich mein Leben in vollen Zügen, denn wissen Sie, für mich wie für jeden Soldaten gibt es keinen Morgen. Ich kann jeden Augenblick sterben. Eins weiß ich jedenfalls sicher. Man wird mich eines Tages töten. Wie definieren Sie sich selbst? Als Gläubigen? Marxisten? Als Freidenker? Für mich gibt es nur eine Religion. Den Marxismus. Zunächst mal ist der Marxismus in unserer Familie Tradition. Er wurde mir in die Wiege gelegt. Den habe ich quasi von meinen Eltern geerbt. Dann bin ich in die UdSSR gereist und habe mir ein eigenes Bild gemacht. Hab Dialektik gelernt. Davon sollte jeder Revolutionär Ahnung haben. Aber dieser revolutionäre Idealismus ist doch ein Überbleibsel der 60er. Ist denn sowas heute noch relevant? Für mich gibt es eigentlich gar keinen Unterschied zwischen den Supermächten. Ob nun Kommunismus oder Kapitalismus, ist dabei uninteressant. Der einzige Kampf, der für mich zählt, ist der der Ausgebeuteten gegen die Imperialisten. Nur der ist wichtig. Hör auf zu heulen, ehrlich. Das ist unerträglich. Ich habe diesen Blick gesehen. Was für ein Blick? Nichts hast du gesehen. Weißt du was, du hast recht. Ich kann Frauen nicht leiden, die frustriert sind und trinken. Es sei denn, es sind Noten aus irgendwelchen Hotellobbys. Ach ja? Wann soll ich die Bräute denn aufgabeln? Reiche ich dir etwa nicht mehr? Sag's mir! Bin ich dir nicht mehr genug? Ist es da? Es reicht! Es reicht, Magdalena, genug! Ich fick dich! Ja. Okay? Toll. Und ich fick dich gut, aber jetzt reicht's. Du solltest dich glücklich schätzen. Ich bin ein Mann und hab Bedürfnisse, ja? Und das habe ich dir nie verheimlicht. Und ich akzeptiere es. Ich akzeptiere es genauso wie das Hundeleben, das ich mit dir führe. Ich meine, dieses Leben im Untergrund. Immer in Angst. Die ständige Einsamkeit. Und weißt du, warum ich es akzeptiere? Weil ich eine militante Revolutionärin bin. Bist du das? Bist du eine militante Revolutionärin? Ja, das bin ich. Dann vertrau mir. Erledige deinen Job und halt die Klappe. Nein, ich werde jetzt nicht mehr die Klappe halten. Ich bin jetzt schon seit Jahren eingesperrt in meinem Labor, aber ich will da draußen sein. Ich will auch kämpfen für unsere Sache. Mein ganzes Leben habe ich dafür geopfert. Ja, ich weiß und ich habe versprochen, dass deine Zeit kommen wird. Ja, aber sie wird niemals kommen. Nie. Beruhige dich, beruhige dich, beruhige dich. Fass mich nicht an. Ach ja? Bist du jetzt still? Blöde Ziege. Weißt du was? Was? Du hast recht. Deine Zeit wird niemals kommen. Niemals. Solange du nicht weißt, was Disziplin ist. Glaubst du, dass das alles ein Spiel ist? Glaubst du, dass das alles nur ein Spiel ist? Das ist ein Krieg! Und wir sind Soldaten! Wir sind Soldaten in diesem Krieg! Das ist sicher kein Spiel! Und ich bin nicht nur dein Mann! Verstehst du? Ich bin dein Chef! Ich bin dein Chef und ich werde dich einsetzen da draußen im Kampf! Nur wenn ich es für richtig halte und keine Minute früher! Und bis dahin hast du nichts, überhaupt nichts anderes zu tun, als in Bereitschaft zu sein. Hast du verstanden? Hallo? Hey, hör zu. Diese Schweine von der Stasi haben unsere Waffen beschlagnahmt. Aha. Sie haben die ganze Sicherung, als sie in Berlin einkamen, sofort konfisziert. Weiner, ich will mich dringend sprechen. Was ist denn los? Ich nehme an, die wollen ihre Waffen haben. Sagen die Genossen vom KGB? Wie üblich nichts. Sie haben nichts bemerkt und wissen von keiner Waffenlieferung über Moskau. Carlos will aus Ost-Berlin eine Basis für seine Terroraktionen in Westeuropa machen. Die Waffen sind als syrische Diplomatenpost gereist. Die Syrer sind unsere Verbündeten und die der Sowjets.
Im Bericht auf meinem Schreibtisch steht, dass Carlos Obis Gaddafi getroffen hat. Er ist auch ein Agent der Libyer. Syrien und Libyen arbeiten Hand in Hand. Al-Assad und Gaddafi werden demnächst das Bündnis der beiden Länder bekannt geben. Carlos ist ein Söldner. Er ist gefährlich. Wir haben ihn unter Kontrolle. Sie sind naiv. Er ist unkontrollierbar. Wenn ihn die westlichen Geheimdienste lokalisieren, gibt das enormen internationalen Druck. Soll nach Budapest gehen oder sonst wohin. Soll nicht hierbleiben. Haben wir uns verstanden? Vollidioten hier mal sagen, dass sie im Begriff sind, einen riesigen Fehler zu machen, für den sie sich bei ihren Vorgesetzten verantworten werden müssen. Diese Offiziere tun ihre Pflicht, also beleidigen Sie sie nicht. Nein, 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 ich denke nicht, dass diese Offiziere die Pflicht haben, meine Absprache mit den Sowjets außer Kraft zu setzen, die den Transit meiner Waffen und Sprengstoffe eindeutig autorisiert haben. Ich persönlich weiß nichts von einer solchen Abmachung. Ich will Oberst Dahl sehen. Das werden Sie. Da Moskau uns bei diesen Lieferungen hilft, frage ich mich ernsthaft, wie Sie es wagen können, uns daran zu hindern. Sie werden von mir hören. Vorläufig haben Sie ja nichts mehr zu suchen. Francesco, nehmen wir es oder lassen wir es? Verzieht euch heute ab. Und? Können wir wieder kommen? Wir sagen euch dann schon Bescheid. Hey, das ist eine Menge, das sollten wir mitnehmen, oder? Wir können es auch gut gebrauchen. Also, so wie ich das sehe, hört in Rumänien kein Mensch mehr nationale Radiosender. Wir hören alle nur noch radiofreies Europa. Wir wollen nur noch die Rolling Stones hören. Und Georgescu flippt immer mehr aus. Die machen ihn doch zum Gespött den ganzen Tag. Weißt du, von wo radiofreies Europa sendet? Ja, von München aus. Das ist ein leichtes Ziel. Wenn wir vom Osten aus eine Operation starten, werden wir sofort ausgewiesen. Nein, wir müssen nur einen Mann aus dem Mittleren Osten mit ins Boot nehmen und von der syrischen Botschaft aus starten. Das bringen die nie mit uns in Verbindung. Und wie entgehen wir der Beobachtung durch die Stasi? Ja, das ist ein Problem. Oder rumänische Dissidenten, die wären ein viel leichteres Ziel. Kein großer Gewinn. Und das Risiko ist zu groß, das lohnt nicht. Welches Risiko? Ich meine, wir verschicken Paketbomben. Die erfüllen auch ihren Zweck. Dafür brauchen wir aber einen Sprengstoffexperten und den haben wir nicht. Ja, dann frage ich den Kerl von der ETA. Ich meine, wenn wir denen schon die Waffen liefern, dann können die uns auch einen Gefallen tun. Hey, Ali! Na, wie geht's? Und du bist gerade zurück aus Kairo, ja? Ja, ja. Unser Freund da unten lässt euch vielmals grüßen. Er sagt, dass unser Projekt Big Boss jetzt Fortschritte macht. Ach ja? Und wann können wir unseren libyschen Freunden sagen, dass der Job erledigt ist? Ein Jahr brauchen die noch. Was? Was ist passiert, Ali? Mach ihnen klar, dass wir kein Risiko eingehen können. Andernfalls sollten wir den Plan fallen lassen. Hey, der Geheimdienst vom Big Boss wird doch vom Mossad und von der CIA trainiert, stimmt's? Wenn wir also erfolgreich sein wollen, wo andere gescheitert sind, dann müssen wir verdammt gut vorbereitet sein.
Weißt du, wie viel wir schon aus Gaddafi rausgequetscht haben? Ja, reichlich. Er wird bald ein Ergebnis sehen wollen. Wir haben nichts mitgekriegt. Sie waren total misstrauisch. Sparen von Ceausescu. Ja, die haben gesagt, der gibt ihnen 1 Million Dollar. Wofür? Wissen wir nicht. Ja. Aber wenn ihr noch mal wollt, dass ich zu dem hingehe, dann will ich aber mehr Knete haben. Hat mich grün und blau geschlagen, die Sau. Sie müssen einen unauffälligen Ort finden, an dem die Waffen von Carlos Gruppe in ein Wohnmobil geladen werden können, das in Frankreich gemeldet ist. Hat den Oberst Weinrich die Erlaubnis erteilt, die beschlagnahmten Waffen zurückzugeben? Der Befehl kommt von weiter oben. Unser Genosse Minister Erich Mielke hat es genehmigt. Aber unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die Übergabe nicht an einem Ort der Stasi stattfindet. Und Sie müssen diesen Ort finden. Ja, Erik, das verstehe ich ja. Aber die Basken haben mit großer Mehrheit für ihre Autonomie gestimmt. Die spanische Regierung will uns doch verarschen. Hey, mit demokratischen Mitteln wird dir jeder Wunsch erfüllt. Klar. Hör zu, Erik, kämpf mit uns. Schließ dich dem internationalen Proletariat an. Nein, mit unserer Strategie wollen wir mehr Druck machen und damit den Kampf forcieren. Die spanische Regierung muss sich einfach klar darüber sein, dass wir über unsere Unabhängigkeit nicht verhandeln. Mahlzeit! Alles da, ihr könnt nachsehen. Es erübrigt sich ja, Sie zu fragen, wohin die Waffen kommen. Wir haben eine Verabredung mit Ihren Vorgesetzten, das wissen Sie doch. Sie gewährleisten uns lediglich den Transport unserer Waffenlieferungen und deren Sicherheit bis zur Landesgrenze der DDR. Alles andere geht's überhaupt nichts an. Ich werde dem Fahrzeug persönlich bis zur BRD-Grenze folgen. Kann ich jetzt endlich schauen? Die Augen zu. Was schummelst du? Nein, ich schummel doch nicht. Wer du schummelst. Warte, warte, du schummelst. Ich behalte dich im Auge, Stufe, okay? Ist da noch was? Ach, noch eine, okay? Nein, oh. Okay. Oh. Nein, 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 nicht so schnell. Wir sind da. Danke. Eine ganz tolle Überraschung. Und jetzt mach die Augen auf. Aber du spinnst doch! Bist du vollkommen verrückt geworden? Ich bin doch 30 geworden, oder? Heute ist mein Geburtstag. Ich steig niemals in dieses Ding ein. Niemals. Vergiss es! Jetzt mach keinen Blödsinn! Natürlich steigst du da ein! Du steigst da ein!
jetzt ein! Willkommen, gnädige Frau. Danke. Gern geschehen. Danke. Dass du da bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Die Fahne der kubanischen Revolution. Die Fahne unseres Sieges, Illich. Illich hat mich lange keiner mehr genannt. Barut, du kümmerst dich um Assam al-Jundi. Er hat mein Interview an die scheiß Irakis verkauft. An wen? Al-Watan al-Arabiya. Die syrischen Dissidenten mit Sitz in Paris. Von Bagdad finanziert. Tu was. Wann hast du es erfahren? Gestern. Der irakische Geheimdienst steht dahinter. Das schwöre ich. Die wollen die Syrer diskreditieren, als würden sie... Die wollen uns tot sehen. Uns in Verruf bringen. Aber da machen wir nicht mit, so lassen wir nicht mit uns umspringen. Hey! Assam al-Jundi, der braucht eine Kugel in den Hinterkopf. Hast du verstanden? Das ist der Preis, den er bezahlt. Alles klar? Ja. Hat sich eine Menge geändert. Was al-Jundi angeht. Du musst die Syrer von dem Todesurteil informieren. Wozu? Damit sie ihre Zustimmung geben. Die sind doch sowieso schon sauer. Dieselbe Zeitung hatte berichtet, dass sie einen Anschlag auf den französischen Botschafter planen. Deswegen? Sie wollen, dass die französischen Truppen aus dem Libanon abziehen. Das werden sie nicht wagen. Du kennst sie nicht mehr. Ich bin ein Mann, der
5. Zeig mal, ob wir dich brauchen können. Ich nehme 3. 3? Gut. 3. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit Waffen umgehen kann, aber ich benutze sie nur zur Selbstverteidigung. Sonst nicht. In meiner Gruppe befolgst du meine Befehle. Ich bin Kämpferin und führe Befehle aus. Ich kämpfe in deiner Truppe, aber auch für die Revolution und das, wofür sie steht. Französischer Botschafter in Beirut ermordet. Monsieur Louis Delamar wurde Opfer eines Attentats nicht weit weg von der Wohnung, seiner Wohnung, in dem Augenblick, als er mit seinem Chauffeur allein im Wagen saß. Monsieur Delamar wurde von 10 Kugeln getroffen. 3 davon durchschlugen seinen Kopf. Als wir uns das letzte Mal trafen, habe ich Ihnen unseren Schutz versprochen und viel Geld. Habe ich mein Wort gehalten? Ja, Sie haben Ihr Wort gehalten. Uns verdanken Sie es, dass Sie Ihr Netzwerk in vielen osteuropäischen Städten ausbauen konnten. Das stimmt. Ihre Organisation ist jetzt voll handlungsfähig. Ja, das stimmt. Und das haben wir auch bewiesen. Sollen wir? Ja, bitte. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir vielleicht in Europa intervenieren müssen. So wie die Europäer hier bei uns interveniert haben. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die Franzosen glauben, sie könnten in der libanesischen Politik mitmischen. Wie damals. Zur Kolonialzeit. Sie fordern immer wieder den Rückzug syrischer Truppen aus Beirut. Wir werden einen Krieg auf ihrem Territorium führen, damit sie endlich verstehen. Ich glaube, dass der Mord an Ihrem Botschafter dazu beigetragen hat, die Dinge anders zu sehen. Wir richten unser Augenmerk zunächst auf die Zeitung Al-Watan Al-Arabiya. Sie hat unsere Operation verraten, sodass sie fast fehlgeschlagen wäre. Sie hat ihren Sitz in Paris. Der Herausgeber, Abu Zar, ist ein böser Feind Syriens. Der irakische Geheimdienst finanziert ihn. Mehr als einmal ist uns dieser Geheimdienst in den Rücken gefallen. Das werden Sie büßen. Ich habe mit denen auch noch eine Rechnung offen. Das weiß ich. Ach, übrigens, ich habe eine gute Nachricht für Sie von Mr. Al-Jundi. Ob Sie es glauben oder nicht, er hat überlebt. Er ist in Moskau operiert worden. Unglücklicherweise konnten Sie sein Augenlicht nicht mehr retten. Verrat hat seinen Preis, das wird ihm eine Lehre sein. Aufwachen. Hey, wacht auf. Jemand hat den Big Boss umgebracht. Wen? Sadat ist tot. Was? Sie haben bei einer Militärparade einen Attentat auf ihn verübt. Ist das bestätigt oder bloß ein Gerücht? Die BBC hat gerade gemeldet. 2 Jahre Vorbereitung und alles für die Katz. Jetzt, wo wir gerade so weit sind. Ich glaub's einfach nicht. Das waren die Muslime. 4 Millionen Dollar von Gaddafi. Thank you.
diesere Absteige konntest du wohl nicht finden. Nichts, was unauffälliger gewesen wäre. Es hätte sich sicher auch was in der Stadt gefunden. Machst du bitte dein Joint aus und schmeißt ihn weg? Was ich dir gesagt habe? Ja, sicher. Also, sieh her. Das ist die Rue Mabeuf. Ich habe sie aufgezeichnet. Das ist die Vorhalle. Und hier auf der rechten Seite, im ersten Stock, liegt das Büro von Al-Watan al-Arabia. Und wo ist das Büro von Abu Sach? Hier auf der rechten Seite, gleich das erste. Jeden Morgen um 9 verlässt er sein Büro. Er geht zum Kiosk an der Ecke und kauft sich dort die Presse aus dem Mittleren Osten. Zum Lesen setzt er sich ins Café La Mascotte und spätestens um 10 ist er wieder im Büro. Ich werde dir noch Tag und Uhrzeit nennen. Du besorgst das Fahrzeug mit der Autobombe und dann packst du es da, in der Rue Mabeuf, genau vor dem Büro von Abu Sach. Aber ich bin kein Sprengstoffexperte. Die Zeitschaltuhr wird schon vorher programmiert. Magdalena wird dich begleiten. Du musst nichts machen. Sie kriegt meine Anweisungen und die werdet ihr wortwörtlich befolgen. Alles klar? Ja. Bruno Breguet, ich kenne dich zwar nicht. Aber mein Freund François Genoux hat mir viel Gutes berichtet. Kann ich dir wirklich vertrauen? Ich habe 7 Jahre in Israel gesessen, bin vor 6 Monaten entlassen worden. Aber mein Engagement für die Palästinenser ist noch dasselbe. Unter der Nummer, die du mir gegeben hast, meldet sich keiner. Das Hotel, das Carlos empfohlen hat, existiert nicht mehr. Ich habe das Gefühl, sein Pariser Adressbuch ist nicht mehr aktuell. Wir haben ein anderes gefunden, ist nicht weit weg. Okay. Ich habe hier $2,000. Aber ich brauche, wie ihr wisst, unbedingt noch die Fotos für die Pässe. Automatenfotos? Hier. Entschuldige, es war nicht sehr clever von dir, die deine Tasche klauen zu lassen. Mit euren Sachen und eurem Geld. Und das am ersten Tag, an dem ihr in Paris seid. $50,000? Da kannst du kaum Anzeige erstatten. Gut. Das ist für heute. Ein weißer 504er Peugeot steht im 3. Untergeschoss vom Georges V. Parkhaus. Mhm, okay. Hast du das Ticket von Erik? Was denn für ein Ticket? Ich hab keins. Um hier rauszukommen, brauchen wir ein Ticket. Okay, dann besorge ich ihn einfach den Mais. Was du Witze, da sind Überwachungskameras. Wird das an? Wir machen sich teuer, den 504er zu schaffen. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag. Können wir Ihnen helfen? Nein, alles bestens. Haben Sie ein Ticket? Ein Parkschein für das Auto? Ja, ja. Keine Bewegung. Hallo? 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 Leg auf, du legst sofort auf! Stehen bleiben, keine Bewegung! Hinlegen, hinlegen! Komm jetzt! Wir müssen hier raus, na los! Hallo? Hallo? An Monsieur Gaston de Fer,
Innenminister, ich schreibe Ihnen, um Sie davon in Kenntnis zu setzen, dass zwei Aktivisten unserer Organisation, Magdalena Cecilia Kopp und Bruno Breguet, von französischen Sicherheitskräften festgenommen wurden. Sie waren in einer Mission tätig, die nicht gegen Frankreich gerichtet war. Unsere Aktivisten haben es nicht verdient, als Belohnung für ihre Bemühungen um die Revolution im Gefängnis zu landen. Im Namen der zentralen Führung unserer Organisation möchte ich Sie warnen. Erstens, wir werden nicht hinnehmen, dass unsere Genossen im Gefängnis bleiben. Zweitens, wir werden nicht tolerieren, dass unsere Genossen in irgendein Land ausgeliefert werden. Wir fordern von Ihnen die Freilassung unserer Aktivisten innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum dieses Briefes. Wir befinden uns nicht im Krieg mit dem sozialistischen Frankreich und ich möchte Sie in aller Höflichkeit darum bitten, uns nicht zu zwingen, das zu ändern. Unterzeichnet, die Organisation der arabischen Kampftruppe, Arm der arabischen Revolution. Carlos. Kommen Sie. Unterhalten wir uns da, wo wir nicht abgehört werden können. Ich werde verfolgt, seit ich ungarischen Boden betreten habe. Wir lassen Sie erst in Ruhe, wenn Sie abreisen. Die Presse hat meinen Brief an den Minister nicht erwähnt. Wer hat die Flucht zu verantworten? Das Ministerium. Der Fair wollte heimlich über die Freilassung ihrer Genossen verhandeln, aber seine Berater waren dagegen. Stagnation. Also nichts zu machen? Nein. Zumal Jacques Chirac, der Bürgermeister von Paris, sein Veto eingelegt hat. Aber er weiß, dass ich es ernst meine. Wenn der Fair das Ultimatum verstreichen lässt, schlage ich zu, ohne Rücksicht zu nehmen. In Anbetracht der öffentlichen Meinung können Sie jetzt nicht klein beigeben. Das bedeutet dann Krieg. Chirac sitzt ganz am Ende des Waggons. In der VIP-Zone. Ich habe plötzlich eine furchtbare Explosion gehört. Und das Fenster auf meiner Seite, also das Fenster auf der rechten Abteilseite, ist gebrochen. Also ich meine völlig zersplittert. Komisch ist nur, dass ich auf der linken Seite verletzt worden bin. Gestern Abend um 20.40 Uhr wurde der zweite Waggon des aus Paris kommenden Le Capitole von einer Explosion erschüttert. Die Detonation war so stark, dass die Decke des Waggons mehr als 100 Meter weit geflogen ist. Mitreisende kümmerten sich sofort um die Verletzten. Es gab auch Tote. AFP? Hier ist der Arm der bewaffneten arabischen Revolution. Wir haben Le Capitole in die Luft gejagt. Wir werden so lange fortfahren, bis unsere Genossen Bruno Breguet und Magdalena Kopp wieder frei sind. Ja, Magdalena Kopp. Es gibt Krieg. Ich habe Sie gewarnt. Wie geht's? Überanstreng dich nicht. Wie geht's dir? Ich sag dir, in der Botschaft hält man's kaum noch aus. Die Syrer spielen verrückt. TF1 will nächste Woche eine Dokumentation ausstrahlen, die sie im Zusammenhang mit der Ermordung des Botschafters sehen. Dass sie ihn ermordet haben, steht doch fest. Das streiten sie ab. Aber jetzt benutzen sie Carlos, um Druck zu machen. Irgendwas Neues? Ein zweites Ultimatum.
Aber Martignon will es nicht veröffentlichen, um keine Panik auszulösen. Der Geheimdienst glaubt, dass sie hier in Beirut zuschlagen werden. Um was zu bezwecken? Den geht's um Breguet und Kopp. Die wollen sie freipressen. Aber soll nicht heute der Prozess eröffnet werden? Es ist vertagt. Das Gefängnispersonal streikt. Die Syrer wollen die Ausstrahlung der Doku auf TF1 verhindern. Alles andere ist ihnen egal. Oh, wie nett. Das wäre doch nicht nötig. Marie! Rue Marbeuf. Ein Wagen parkt vor dem Haus Nummer 33. Die Detonation war so stark, dass im Umkreis von 150 Metern alle Fensterscheiben und Fassaden beschädigt wurden. Der Wagen mit der Bombe stand genau vor dem Gebäude der Zeitung Al-Watan Al-Arabia. Letzten Meldungen zufolge gab es einen Toten und 46 Verwundete. 11 davon sogar schwer. Sie arbeiten für die Zeitung hier? Ja. Glauben Sie, der Anschlag galt der Zeitung? Aber mit Sicherheit. Es gab ja schon im Dezember einen Bombenanschlag und Drohbriefe kriegen wir ständig. Ständig? Was sind das für Drohungen? Wie? Wir werden euch alle in die Luft jagen. Nachts laufen hier schon Sicherheitsleute, aber wir kriegen auch Drohbriefe wie, es gibt hier gleich einen gewaltigen Bums und 5 Minuten später, ihr seid gleich tot. Aber was soll man auch erwarten? Früher war die Zeitung im Libanon, da gab's ständig Anschläge. Aber jetzt ist der Scheiß hier in Paris. Die Regierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Schuldigen zu finden. Sie der Justiz übergeben, die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung verstärken. Darüber hinaus hat die Regierung folgende Personen zu Persona non grata erklärt. Einen Militärattaché und einen Kulturattaché in der Botschaft Syriens in Paris aufgrund ihrer Machenschaften gegen Frankreich. Indem er also schweigt und ihr Urteil abwartet, beweist dieser Mann, den Sie Carlos nennen, dieser verwegene und mutige Mann, dass er wie ein Politiker in der Lage ist, kühlen Kopf zu bewahren. Kopp und Breguet sind einfach sitzen geblieben. Sie schienen keinen Moment an diesem Prozess interessiert zu sein. Ganz offensichtlich hatte dieses Gericht, das ihnen immerhin das Recht gewährte, sich zu verteidigen, in ihren Augen keinerlei Bedeutung oder Wert.
Das Urteil 5 Jahre für Breguet und 4 für Magdalena Kopp. Eine Strafe fast doppelt so hoch wie die vom Staatsanwalt geforderte. Besonders schwer wog das Attentat in der Rue Marbeuf. Ja, bitte, kommen Sie rein. Treten Sie näher. Leider habe ich keine guten Nachrichten für Sie. Sie sind im Fadenkreuz jedes westlichen Geheimdienstes. Setzen Sie sich. Magdalena Kopps französischer Anwalt, Vergès, ist sogar hier, um Sie zu sprechen. Budapest. Davon wissen wir gar nichts. Er logiert im Hotel Thermal unter dem Namen Herzog. Das beweist, dass Magdalena Kopp geredet hat und dass die französische Polizei weiß, dass sie in Budapest sind. Das glaube ich nicht. Nun, wir vertrauen diesem Mann. Gib doch mal die Akte rüber. In diesem Interpol-Schreiben wird auch Budapest erwähnt. Kann ich mal sehen? Natürlich. Mhm. Na. Kann ich es wieder haben? Ist gefälscht. Ist vertraulich. Ja, eine Fälschung. Das ist eine Fälschung? Ja. Ah. Die Amerikaner beabsichtigen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Was für konkrete Maßnahmen? Die Reagan-Administration hat vor 2 Tagen die libysche Vertretung in Washington geschlossen. 26 Diplomaten sind ausgewiesen worden. Ja, ich weiß. Ich höre auch BBC. Tatsächlich? Ja. Nach unseren Informationen wollen Sie gegen sozialistische Staaten Maßnahmen ergreifen, die den Terrorismus unterstützen. Damit meinen Sie auch Ungarn. So wie es aussieht, geht es auch um Operationen, bei denen Ihre Sicherheit in Gefahr ist. So wie es aussieht, planen die Amerikaner, sie schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen. Gibst du mir einen Whisky? Ach, verzeihen Sie, was ist das? Nur ein paar Notizen. Kann ich mal sehen? Zeigen Sie mal. Ja, können Sie behalten. Schenke ich Ihnen. Ja, danke. Also, es ist uns immer weniger möglich, für Ihre persönliche Sicherheit zu garantieren. Ich will es mal anders ausdrücken. Sie bereiten uns ganz schön Kopfschmerzen. Ja. Und da ist noch ein Problem. Wir hatten gesagt, lagern Sie keine Waffen auf unserem Territorium. In Ungarn. Keine Waffen deponieren in Ungarn. Augenblick, Mann. Wir als Kommunisten haben das Recht, in einem kommunistischen Land Waffen zu lagern. Ja, bei Ihnen zu Hause, drüben in Frankfurt, in Ihrer Wohnung. Wissen Sie was? Wenn Sie ein Problem haben, beschweren Sie sich bei der syrischen Botschaft und lassen Sie uns in Ruhe. Es geht hier um eine Entscheidung. Welche Entscheidung? Okay, meine Freunde, jetzt hören Sie mal zu. Sie werden Ihren Stützpunkt hier in Ungarn auflösen. Und zwar umgehend. Ist das klar? Es ist vorbei. Vergessen Sie es. Streichen Sie es. Das war es, was wir Ihnen sagen wollten. Geben Sie uns etwas Zeit, um die Sache sauber zu beenden. Die Hauptsache ist, es geht schnell. Meine Herren. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag. Folgen Sie mir bitte. It's
Sie werden entlassen. Morgen. Man hat Ihre Strafe wegen guter Führung verkürzt. 3 Jahre und 4 Monate. Die haben Ihnen keinen Gefallen getan. Die Syrer haben Sie benutzt. Sie mussten für den Anschlag in der Römerböff zahlen. In Anbetracht der Umstände konnte ich nicht mehr für Sie tun. Bruno? Wird auch bald entlassen. Ich werde Sie morgen abholen. Ich bringe einen Koffer mit Ihren Sachen und etwas Geld. Die wollen, dass Sie unverzüglich Frankreich verlassen. Ich habe dem zugestimmt. Packen Sie Ihre Sachen zusammen. Sie werden heute entlassen. Mitgeteilt, dass sie sich ab jetzt nicht mehr in Frankreich aufhalten darf. Wir werden sie verhören und morgen freilassen. Ah, das geht uns nichts mehr an. Tschüss. Mama! Um die Zeit ruft mich niemand an. Es geht mir gut. Dein syrischer Diplomatenpass. Genau wie meiner. Ist sicherer so. Wollen uns nicht mehr haben. Und die Rumänen auch nicht. Und in die DDR dürfen wir auch nicht wieder zurück. Auf Druck von Washington. Ich mache ihnen Angst. Aber die syrische Regierung beschützt uns. Was hast du da an? Ich habe sie nur umgekauft. Ich fand's ganz nett. Wir waren lange getrennt. Du wusstest noch nie, wie man sich anzieht. Weißt du, hier in Syrien bin ich ein angesehener Geschäftsmann. Michel Cassis.
Du wirst verstehen, dass Madame Cassis sich nicht wie ein Landei kleiden kann, oder? Was verlangen die Syrer als Gegenleistung? Ich tue ihnen ab und zu einen Gefallen. Präsident Al-Assad fürchtet den Einfluss des Islam. Für ihn sind die schlimmsten Feinde die Muslime, deren Anführer ihren Stützpunkt in der BRD haben. Was machst du? Lass das! Madame El-Hadji wird sich morgen drum kümmern. Ja, aber falls ich vorher in die Klinik muss, möchte ich meine Tasche fertig gepackt haben. Ist das Loch für schwere Waffen tief genug? Ja, sicher. Selbst mit ausgestreckten Armen kann ich das Ende nicht erreichen. Versuch's mal damit. Wir brauchen einen Krankenwagen. Was? Wir bringen dich in die Klinik. Komm. Hol ihn mal. Okay, steck ein. Ja, ja. Ganz gut. Ein und aus. Ein und aus. Fahr los. Someone you know could sparkle and shine.
Sie haben sicher Verständnis, dass ich Sie in Anbetracht der gegenwärtigen Situation nicht offiziell empfangen kann. Die Lage hat sich gravierend geändert. Und wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir hatten General El-Khulia erwartet. Der General ist mit Problemen seiner ehemaligen Verbündeten beschäftigt. Und deshalb hat er sie nicht empfangen können. Er wurde mit entsprechenden neuen Aufgaben betraut. Hat Syrien die Seiten gewechselt? Der sozialistische Block ist zerfallen, Monsieur Illich Ramirez Sanchez. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die Welt ändert sich jeden Tag. Syrien muss seinen Platz in der neuen Weltordnung finden. Was heißt das? Ihnen weiter Unterschlupf zu gewähren, können wir uns nicht leisten. Sie sind zu auffällig. Das ist zu gefährlich für uns. Sie müssen Syrien verlassen. Und wohin dann? Wir sind bereit, auf Abstand zu gehen. So wie General El-Khouli können wir auch Ihnen noch von Nutzen sein. Sie müssen nur eine Alternative für uns finden. Tut mir leid, aber die Entscheidung wurde auf höchster Ebene getroffen. Von diesem Moment an wollen wir nichts mehr mit Ihnen und Ihrer Gruppe zu tun haben. Und was mich betrifft, möchte ich mit Ihnen und Ihrer Gruppe nicht mehr gesehen werden. Wenn Sie Syrien nicht innerhalb einer Woche verlassen haben, werde ich für Ihre Sicherheit nicht mehr garantieren können. Das ist George Bush. George Bush höchstpersönlich hat meine Ausweisung verlangt. Als Ausgleich, um die Beziehung wieder zu verbessern. George Bush interessiert das überhaupt nicht. Auch dem Mossad gehen wir am Arsch vorbei. Niemand interessiert sich für uns. Keine Sau. Weißt du, was die CIA über dich sagt? Du wärst eine Art historische Kuriosität. Ein kommunistischer Weinschlauch, der für die arabischen Führer nutzlos geworden ist. Die Franzosen würden viel für mich zahlen. Hör auf, dich selbst zu belügen. Wenn sie dich ausknipsen wollten, hätten sie es doch bereits getan. Mitterrand hat ihnen aber kein grünes Licht gegeben. Hör auf das, was der Oberst gesagt hat. Der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Du bist betrunken. Nicht mehr als sonst. Weißt du, warum ich trinke? Weil du mir gefehlt hast. Hm? Und du glaubst, dass ich dir das abnehme? Ja. Hast du mit deiner Frau gesprochen? Meiner Frau? Ja, oh, deiner Frau. Die geht mir auf den Sack. Ich dachte immer, ich hätte eine Revolutionärin geheiratet. Dabei ist sie nur eine gewöhnliche Spießbürgerin. Pack die Taschen da vorne hin, okay? Wo ist eigentlich Carlos? Er könnte uns ja ausnahmsweise auch mal helfen. 3, 4, 5 Wo versteckt sich denn die Kleine? Wo ist sie denn? Da ist sie! Nein, das ist sie auch nicht! Ach, da ist sie, ja! Oh, ich werde dich fressen! Ich werde dich fressen! Den kleinen Häppchen! Ich hab dich gesehen. Jetzt hab ich dich. Jetzt müssen wir aber mit dem Spielen aufhören. Mama wartet schon auf uns. Wo fahren wir hin? Wir fahren nach Libyen, in eine Stadt, die Tripolis heißt. Ist Tripolis weit weg? Sehr weit weg.
Steigen Sie da an den Wagen. Was? Da geht's lang. Kommen Sie. Was ist denn los? Da bitte. Was soll das? Steigen Sie ein. Fassen Sie mich nicht an. Ich bin hier, um Sie über Oberst Gaddafis Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Er hält Ihre Anwesenheit hier in Libyen nicht für wünschenswert. Bloß eine Bitte. Nur eine Kleinigkeit für das, was ich für ihn getan habe. Ich verstehe kein Wort von dem, was Sie sagen. Ihr Gepäck ist bereits an Bord einer Maschine nach Damaskus. Abu Nidal gegenüber ist er großzügiger gewesen. Hm? Er lebt in Tripolis und muss sich nicht verstecken. Gerüchte, die von unseren Feinden verbreitet worden sind. Diesen Bedingungen kein Kind großziehen. Das ist völlig unmöglich. Was hast du erwartet? Erst neulich hast du einen deiner Männer getötet. Einen sogenannten Freund. Du hast ihn von hinten erschossen. Du hast ihm von hinten in den Kopf geschossen, während Elba im Nebenraum war. Ist das dein Krieg? Ich brauche mich vor dir nicht zu rechtfertigen. Wenn du bei mir bist, hältst du den Mund und tust, was ich sage. Und wenn dir nicht schmeckt, was ich tue, dann kannst du ja abhauen. Genau das werde ich auch tun. Ich bringe unsere Tochter nach Venezuela. Ich habe mit deiner Mutter schon darüber gesprochen. Sie hat gesagt, dass dein Bruder Lenin dort im Bauwesen ein Vermögen gemacht hat. Er kann uns ein anständiges Leben bieten. Denk drüber nach. Ja. Ich hatte 2 Jahre Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube nicht, dass du mich sehr vermissen wirst. Meine Tochter wird mir fehlen. Deine Tochter hat es verdient, wie jedes andere Kind aufzuwachsen. Da musst du dich auch nicht mehr verstecken. Sondern kannst dich mit deiner Dentalstudentin zeigen. Denkst du wirklich, dass ich so blöd bin? Thank you.
Ich habe es geschafft, dass man mir Asyl gewährt hier in Khartoum. Dank der Islamischen Republik Iran. Die Revolution weckt große Hoffnungen bei allen antiimperialistischen Kämpfern auf Erden. Iran ist unser Partner. Seine Regierung hat uns damit einen Gefallen getan. Hier kann ihm nichts passieren. Aber nur solange die Syrer nichts davon erfahren. Was in ihrem Interesse wäre, denn die würden mich an die Amerikaner verkaufen. Und das treibt den Preis in die Höhe. Die Syrer denken, du seist noch in Amman. Ich kenne die Syrer. Die werden mich bald aufspüren. Die Sudanesen wissen nicht, wer sie sind. Von daher wird nichts nach außen gelangen. Hoffen wir es. Sehen Sie, der Islam ist meine Religion. So wie auch die meiner neuen Frau. Wir werden uns auch nach seiner Tradition vermählen. Sie sind uns zu nichts verpflichtet. Aber wenn es soweit ist, bekommen Sie die Gelegenheit, im Namen der Islamischen Revolution aktiv zu werden. Es wäre mir mehr als eine Ehre, wenn ich mit meinen bescheidenen Fähigkeiten etwas dazu beitragen könnte. Die Theorie des Guerillakrieges wurde von T.E. Lawrence entwickelt. Besser bekannt als Lawrence von Arabien. Jedes militärische Kommando dieser Welt geht nach dieser Analyse vor. Hören Sie gut zu. Je mächtiger ein Imperium ist und je intensiver sich seine Truppen in Erwartung einer entscheidenden Schlacht zusammenschließen, umso verwundbarer ist sein Kommunikationsnetzwerk. Was so viel heißt, man sollte nicht den Kopf angreifen, sondern das Nervensystem. Darauf kommt es an. Das gilt es zu zermürben. Wenn Sie ein eigenes Terrain wählen, aber nicht das, wo der Feind Sie erwartet, werden Sie auch zwangsläufig siegen. Ich wusste, es wird hart. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es so hart wird. In Damaskus und in Amman, da hatte ich noch eine Chance, Post von meiner Tochter zu kriegen. Aber hier erfahre ich gar nichts von ihr. Verstehst du? Du hast es den Iranern versprochen. Scheiße, Lana, das weiß ich! Ich weiß, dass ich es den Iranern versprochen habe. Keiner darf wissen, dass ich hier bin. Magdalena nicht, meine Familie nicht, meine Brüder nicht. Niemand darf es wissen. Es ist zu unserer eigenen Sicherheit. Ich will nicht irgendwann aufwachen und dann einen Killer auf unserer Treppe vorfinden. Und was glaubst du, wie das ausgeht? Was glaubst du, wie das ausgeht? Das ist mein Schicksal, Lana. Solange wir Mr. und Mrs. Abdallah... Eine super Tarnung. Ein jemenitischer Geschäftsmann. Bitte setzen Sie sich. Wie Sie wissen, ist bei uns Prostitution verboten. Wie dem auch sei. Ein Mädchen hat sie bei der Staatssicherheit gemeldet. Was beweist, dass Ihnen die Prostitution anscheinend gewisse Vorteile bringt? Sie behauptet, Sie hätten keinen jemenitischen Akzent, Mr. Abdallah Barakat. Wir wissen sehr wohl, dass Sie einen anderen Namen und eine andere Nationalität haben. Wissen Sie, wie wir sie nennen? Das Phantom. Das bezieht sich auch auf die Diskretion, die wir von Ihnen erwarten. Zu Ihrem eigenen Schutz. Und vor allem aus Achtung vor unserer Religion. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Aber vielen Dank. Ich denke, dass Sie jetzt, da Sie mir die Ehre erweisen, Scheich al-Turabi zu begegnen, Sie doch sicher auch etwas von mir erwarten. Haben Sie doch Ihr Adressbuch, Mr. Abdallah Barakat? Kann sein. Wir brauchen Waffen. Sie sollen ja über gewisse Erfahrung im Waffenhandel verfügen. Könnte ich meinem Gastgeber etwas abschlagen? Herzlich willkommen, Ali. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gern gesehen hier bei uns. Die Carlos-Mission ist beendet. Dein Auftrag ist erledigt.
So, wie wir es wollten. Als er für uns wichtig war, hast du mit ihm gekämpft. Jetzt brauchen wir ihn aber nicht mehr. Er ist für uns und auch für andere nutzlos geworden. Tja, wenn du meinst. Wir brauchen einen letzten Beweis deiner Loyalität. Bist du bereit dazu? Wir wollen noch ein letztes Mal von ihm profitieren. Die Amerikaner zahlen sicher am besten. Wenn wir ein bisschen nachhelfen, kriegst du das hin? Denkst du an die CIA? Sehr richtig. Es ist ein quälender, konstanter Schmerz. Als hätte mir jemand mit einer Nadel in die Hoden gestochen. Ich halte es manchmal vor Schmerzen nicht aus. Verstehe. Kommen Sie doch bitte mal mit. Ich untersuche Sie. Ziehen Sie die Hosen runter und setzen Sie sich. Mr. Barakat, wenn ich mir Ihre Testergebnisse ansehe, dann ist Ihre Spermienproduktion viel zu gering. Okay. Ich werde Sie jetzt untersuchen und sehen, was das Problem ist. Ja, gut. Wenn ich hier drücke, spüren Sie da irgendwas? Nein. Und wie ist es hier? Oh, verdammt! Ja? Ja. Ja? Ja? Ist es schlimmer? Ja. Und hier? Oh, ja? Ja. Wird der Schmerz stärker? Ja. Ihr rechter Hoden ist, wie Sie sehen können, etwas angeschwollen und leicht deformiert. Die Venen, die sich durch die Samenstränge ziehen, haben sich verändert. Das heißt, sie sind größer geworden. Deshalb haben Sie auch diese Schmerzen. Vergleichbar mit den Krampfadern in den Beinen. Aber keine Sorge. Das ist kein ernsthaftes Problem. Das kriegen wir wieder hin. Sie können Ihre Hosen wieder hochziehen. Ja. Also, Mr. Barakat, das ist jetzt keine bösartige Erkrankung. Und Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Ein kleiner Eingriff und dann ist alles wieder in Ordnung. Hat das ein paar Wochen Zeit? Sie müssen wissen, ich habe noch einen Termin für einen weiteren Eingriff. Was für ein Eingriff ist das? Fett absaugen. Er hält sich für zu dick. Woher ist das Material? Der ägyptische Geheimdienst hat es uns zugespielt.
Wenn die Ägypter ihn fallen lassen, werden die Sudanesen auch nicht zögern. Wir haben hier seine Fingerabdrücke von einem Glas und sie mit denen verglichen, die der Wiener Polizei vorliegen. Derselbe Mann. Der Mann von der Rue Taulier. Rein rechtlich kann die CIA nichts unternehmen. Carlos hat keine Operation gegen Amerikaner geführt. Aber sie könnten aktiv werden. Er hat zwei ihrer Agenten erschossen. Ich habe die Sudanesen kontaktiert. Sie sagen, er sei nicht in Khartoum. Zeig ihm das Band. Das beweist nicht, dass es im Sudan aufgenommen wurde. Fahren Sie nach. Informant ist der Ansicht, dass er bald aus dem Krankenhaus entlassen wird. Wissen Sie, weswegen er behandelt wird? Schönheitschirurgie. Lässt sich das Fett absaugen, um die Reservereifen loszuwerden. Jetzt kennen wir diesen Mann, auch wenn uns sein Name nicht interessiert. Wir nennen ihn weiter das Phantom. Dann nennen Sie ihn doch von nun an mit seinem richtigen Namen. Dieser Mann ist ein Mörder, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Er hat zwei unserer Männer umgebracht und überall in Europa diverse Attentate verübt. Wir wollen ihn in Frankreich verurteilen. Heute beim Mercedes-Händler ein Deutscher gewesen. Und er hat mir sonderbare Fragen gestellt. Es gibt einen Preis auf unsere Köpfe. Ein Kopfgeld auf mich und ein Kopfgeld auf dich. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher, also. Und ich hau morgen ab in den Jemen. Da spüren sie dich auf. Egal, wohin du gehst, die finden dich. Ist nur eine Frage der Zeit. Nein. Nein. Die werden mich nicht finden. Die finden mich ganz bestimmt nicht, nein. Unser Todesurteil ist bereits unterschrieben. Und Ali ist auch abgehauen. Ja. Wieder in die Heimat zurück. Zum syrischen Geheimdienst zurück. Von dem hören wir nichts mehr. Komm!
Stadt und ich kann heute Nacht machen, was ich will. Wie sieht's bei dir aus? Unser Geheimdienst hat eine Warnung erhalten, dass eine Verschwörung gegen Sie geplant ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit werden wir Sie sofort in ein Militärkrankenhaus bringen. Geht schon. Sie können unmöglich zurück in Ihr Haus. Ihre Feinde kennen Ihre Adresse. Die Lage ist viel zu gefährlich. Und wohin dann? Das weiß ich noch nicht. Aber die Syrer sind wohl sauer auf Sie, weil Sie den Kontakt abgebrochen haben. Haben Sie mich an die Amis verkauft? Unsinn. Aber haben Sie keine Angst. Sie stehen unter dem Schutz von Hassan al-Turabi. Er wird Sie in der Nähe seiner Villa unterbringen. Dann können seine Sicherheitskräfte Sie auch beschützen. Er klagt über heftige Schmerzen im Genitalbereich. Kann ich ihn mal sehen? Folgen Sie mir bitte. Natürlich. Geht's dir wieder besser? Nein, nein. Ich will keinen Morphium. Das bringt mich um. Der Doktor wird dir was geben. Ziehen Sie mal Ihren Pyjama runter. Oh, Scheiße. Darf ich Sie was fragen? Wissen Sie, wie lange wir noch hier bleiben müssen? Einige Tage schon. Aber eins möchte ich klarstellen, von einer Verschwörung wissen wir nichts. Die Entscheidung liegt in Händen der Islamischen Nationalen Front. Geh nach Hause, pack ein paar Sachen ein. Kleine Tasche und dann kommt wieder. Tut's weh, wenn ich da drücke? Oh, oh Scheiße! Ja.
Nein. Sie sind auf französischem Territorium. Humilde canción, esta humilde canción.
lágrimas me están secando con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón.